Symbolträchtige Gebildbrote sind typisch für Oberösterreich in der Advent- und Weihnachtszeit, wie das Thomasbrot oder das Glücksrad. Winterliche Kulinarik. Dazu gehören in der Steiermark die Käferbohnen mit einer unglaublichen Rezeptvielfalt. Und stiller Advent. Am Katschberg in Kärnten besuchen wir einen Krippenschnitzer und einen besinnlichen Adventweg. Unter dem Christbaum und in der Adventzeit dürfen in Oberösterreich die sogenannten Gebildbrote nicht fehlen. Die Seminarbäuerin Heidi Kronecker aus dem oberösterreichischen Kremstal nimmt uns mit in die Welt dieser besonderen Bäckerei, die Symbolcharakter hat, wie beispielsweise der Thomaswecken. Jetzt kommt bald die Zeit der Rauhnächte. Alten Überlieferungen zufolge sollen Seelen wiederkehren und Geister erscheinen. Unsere Vorfahren glaubten, dass sich während der Rauhnächte das Tor zur Welt der Dämonen öffnet. Dabei werden auch viele Bräuche und Rituale gepflegt, auch kulinarische. In dieser Zeit werden speziell im oberösterreichischen Kremstal sogenannte Gebildbrote wie der Thomaswecken gebacken. In der Küche ihres Bauernhofs in Inzersdorf macht Heidi Kronecker aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Germ, Salz und Milch einen geschmeidigen Germteig, den sie dann zu einem Wecken formt. Der Thomaswecken, das ist einer, der am 21. Dezember, das ist die Thomasnacht, sage ich jetzt einmal, da haben die früher, kommt von früher her, die Leute ja das Brot gebacken, weil es ist ja eine Rauhnacht, es gibt ja 4 Rauhnächte, 2 Forste und 2 Dürre. Und die Thomasnacht, das ist eine Forste Rauhnacht. Und durch das ist der Thomaswecken entstanden. Das ist ja schon ein hochwertiges Brot, sage ich jetzt einmal. Kein Schwarzbrot, sondern ein Weißbrot. Und da ist schon Butter drinnen. Das war für die damalige Zeit ja schon was sehr Hochwertiges. An beiden Enden wird der Wecken eingedrückt. So entsteht die charakteristische Form des Thomasweckens. Mit dem Messer werden noch Rillen eingeschnitten. Während der Wecken etwas rasten darf, formt Heidi Kronecker aus demselben Teig ein sogenanntes Glücks- oder Jahresrad. Das Glücksrad, das ist auch ganz speziell für die Silvesternacht. Das soll ja Glück bringen. Das sind 7 Stränge, weil die Glückszahl ist ja 7. Und durch das sollte man das ja so machen. Und isst man das auch zu Silvester, zu einem Gulaschsuppen oder zu einem Aufstrich oder auch ganz neu jetzt auch für die Raclette dazu. Das ist gedreht, das wird gedrehtes Brot und dann mit Körner bestrichen, also bestreut. Und ja, es ist auch dasselbe Teig, auch wie der Thomaswecken, also auch ein hochwertiger und immer mit Butter. Aus dünnen Teigsträngen bastelt Heidi geschickt ein Rad mit eingerollten Enden. Ein weiterer Teigstrang wird ebenfalls zusammengerollt und kommt in die Mitte des Rades. Bevor es ab in den Ofen geht, wird das Glücksrad noch mit Kürbiskernen, Sesam, Mohn und Sonnenblumenkernen bestreut. Thomaswecken und Glücksrad werden bei 200 Grad zwischen 15 und 25 Minuten gebacken. Dabei benötigt der Wecken etwas länger. Besonderes Geschick erfordert das Glücksschweinderl. Ein Germteig, verfeinert mit Vanillezucker und einer geraspelten, unbehandelten Zitronenschale, wird dünn ausgerollt. Auf das sogenannte Dampfel verzichtet sie. Grundsätzlich im Rezept steht das Dampfel drinnen, aber das Dampfel ist eigentlich die Gärprobe von der Germ. Und nachdem man immer frische Germ verwendet, ist es eigentlich überflüssig. Man muss es nicht machen, schneller geht es jetzt ohne Dampfel. Einbröseln, so wie es ich gemacht habe, die Zutaten dazu da und eben dann abrühren gut oder mit dem Mixer eben oder mit der Küchenmaschine verarbeiten. Das reicht eigentlich auch. Heidi sticht dann große und kleine Kreise aus und kreiert dann daraus das Glücksschweinderl mit einer Nussfülle. Diese putzigen und wohlschmeckenden Schweinderl werden traditionell zum Jahreswechsel verschenkt. Und noch ein Gebäck wird zu dieser Jahreszeit gerne gebacken, der Butterstöri. Butterstöri, da muss man unterscheiden zum Störebrot. Butterstöri ist ja ein süßes Gebäck, das man ja zu Kaffee und Kuchen isst. Störebrot ist ja eigentlich eine Brotrichtung, eine Mischbrotrichtung. Wir machen heute die Butterstöri, die im Germtag ist was Süßes, man mit Butter und die vor allem bei uns im Traunviertel sehr bekannt ist in der Vorweihnachtszeit. Also in der Adventzeit isst man die Butterstöri. Aus Mehl, Salz, Germ, Zucker, Butter, Milch, Eiern und vielen Rosinen knetet Heidi wieder einen Teig, den sie zu einem Leib formt. Nach einer Rastzeit kommt der Störi für eine Stunde bei 180 Grad in den Ofen. Ein schöner und vor allem sehr geschmackvoller kulinarischer Brauch in der Advent- und Weihnachtszeit.